Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sonntags mit Lillis. Ich freue mich, dass wir heute am Sonntag wieder zusammenkommen. Und ja, heute ist ja der zweite Sonntag im Februar und irgendwie überkommen mich die Frühlingsgefühle. Das heißt, ihr seht schon, ich möchte gern was Blumiges malen. Die Temperaturen in den letzten Tagen waren ja auch sehr angenehm und hier und da sind schon die ersten Frühlingsblüher erwacht und zeigen uns ihre Blüten. Schneeglöckchen, Winterlinge, wirklich richtig, richtig toll. Und ich möchte hier heute aber eine Hyazinthe malen. Ich habe dazu tatsächlich erstmal ein bisschen experimentiert, wie ich die Blüten male, wie ich die ganze Blume male, also nicht nur einzelne Blüten oder ein Teil davon, sondern wirklich eine ganze Blume, also wo mehrere Blüten halt auch dran sind. Und wie ihr seht, ich habe hier so ein bisschen rumexperimentiert, habe mir erstmal so die einzelnen Blüten angeschaut. Wir werden auch gleich zusammen noch eine Skizze zusammen malen, wo ich euch zeige, wie ihr diese Blüten dort mit einbringen könnt. Und ja, ich habe hier so zwei Ergebnisse. Das war so mein erster Versuch. Der gefällt mir nicht ganz so gut. Deswegen musste ich einfach noch einen zweiten Versuch starten. Und der gefällt mir bedeutend besser. Ich würde den Stängel und die Blätter auf jeden Fall noch ein bisschen knalliger grün malen. Nicht so dezent und nicht so dunkel, sondern einfach ein bisschen farbenfroher, dass es besser in den Frühling reinpasst. Und Hyazinthen gibt es ja tatsächlich auch in vielen verschiedenen Farben. Ich habe es hier mit Rosa probiert, wo ich sagen muss, dass das doch tatsächlich sehr dezent von der Farbe her ist. Also wenn ich mir so Bilder anschaue von Hyazinthen, sind die ja doch schon sehr knallig. Und ja, mit euch hier möchte ich jetzt gleich eine blaue Hyazinthe malen. Und ja, bin selber schon gespannt, wie die aussehen wird. Sie wird auf jeden Fall der hier ähneln. Und wie wir zu diesem Ergebnis kommen und was wir alles dazu brauchen, das zeige ich euch jetzt in den nächsten weiteren Schritten. Also, erst einmal brauchen wir ein Blatt Papier, ein Skizzenpapier, ob das ein bisschen stärker oder dünner ist, ist euch überlassen. Ich habe hier ein ganz normales Kopierpapier zum Skribbeln und Skizzieren und natürlich einen Bleistift. Ich habe noch einen zweiten Bleistift, das ist ein 2B, den brauchen wir dann gleich, um die Skizze auf das Aquarellpapier zu übertragen. Des Weiteren brauchen wir ein paar Pinsel. Ich habe hier einen Pinsel in der Größe 4, ein Rundpinsel. Das hier ist ein Casaneo von Da Vinci. Den brauchen wir nachher, um mit einer Farbe zu grundieren. Und dann brauchen wir kleine Pinsel. Ich habe hier zwei in der Größe 0. Faszinierenderweise sind die beide unterschiedlich groß. Also der eine ist ein bisschen spitzer, der andere ist ein bisschen runder. Das sind aber beides Rundpinsel in der Größe 0. Dann brauchen wir eine Farbe. Ich habe jetzt hier Ultramarinblau. Welche Farbe ihr benutzt, ist eigentlich total egal. Wie gesagt, Hyazinthen gibt es in unterschiedlichen Farben. In Blau, in Lila, in Pink, in Rot, in Orange, in Weiß. Also die Palette lässt wirklich für jeden Farbliebhaber was offen. Dann brauchen wir Aquarellpapier. Ich habe hier so ein paar Reste und die eignen sich eigentlich tatsächlich richtig gut als Lesezeichen, fällt mir mal so auf. Und ich werde hier auf jeden Fall auch ein restschmales Aquarellpapier benutzen. Ihr könnt es natürlich aber auch ein bisschen größer, ein bisschen breiter, wie ihr am besten damit zurechtkommt. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los mit der Skizze und ich zeige euch so die Beschaffenheit der einzelnen Blüten und wie die so ein bisschen aufgebaut sind. Ich habe hier die Blüten, die sind so ein bisschen trichterförmig. Also die Blüten sind trichterförmig, nicht die meisten, sondern sie sind trichterförmig, beziehungsweise haben so einen leichten Schlauch nach hinten, wenn man sich die mal genauer anschaut. Und die Blütenblätter, die blättern so richtig schön auf nach außen. Also die sind nicht nur gerade, sondern die, wie ihr hier auch schon seht, die gehen so richtig schön nach außen auf. Die sind, können dezent nach außen aufgehen, die können sich aber auch nochmal so richtig nach außen kringeln. Da gibt es echt tatsächlich ganz verschiedene Formen und Sorten. Wir gehen hier mal so ein bisschen dezenter voran, damit wir es nicht ganz so kompliziert machen, denn so eine Drehung in so einem Blütenblatt hat es natürlich auch in der Malerei in sich. Und habe hier mir einfache Formen einfach überlegt, wie wir eine Skizze am besten damit aufbauen können. Und ich habe hier einfach angefangen, okay, ich dachte mir frontal, da fangen wir mit so einem leichten Oval, kann auch kreisförmig sein, suchen uns ungefähr die Mitte raus
Und dann ist es wie bei so einer Orchidee. Die hat so ein paar Blätter, die im Vordergrund stehen und ein paar, die mehr so weiter hinten stehen. Und es sind in der Regel 6 Blütenblätter. Und ich gehe hier mit so einem schmalen Blütenblatt nach oben. Ihr könnt das hier oben aber auch so ein bisschen nur runder machen, so als wenn es nach hinten sich wegbiegt, ne? Also es muss nicht ganz spitz sein. Die anderen beiden, die gehen hier so gebogen. Die müssen auch nicht alle akkurat und gleich aussehen. Da geht es gar nicht drum hier bei den Blumen, ne? Also Mutter Natur, die hat uns da auch tatsächlich schon ein bisschen was offen gelassen. Die kann man nach unten biegen, die kann man aber auch nach oben biegen. Ich mache mal hier so zwei verschiedene, denn können wir hier so auch nach unten biegen. Also da könnt ihr auch mischen. Das ist einfach, damit die unterschiedlich aussehen. So, und dann sind so noch 3 Blätter eher im Hintergrund. Da machen wir hier so ein etwas dickeres unten ran. So, damit das aussieht wie so ein Propeller. Genauso hier. Wie gesagt, die können unterschiedlich schmal oder dick sein. Aber so im Groben und Ganzen sollten sie von vorne aussehen. Sehen jetzt hier auch noch ein bisschen fransig aus, aber wir machen ja quasi nur eine kleine Blütenstudie. Von der Seite ist es tatsächlich dann gar nicht ganz so einfach. Also ich habe mir sie tatsächlich von beiden Seiten einmal vorgezeichnet und sie können auch da unterschiedlich aussehen. Das muss nicht jetzt sein, so, die sieht nicht genau so aus, sondern wir malen jetzt hier mal die beiden, ja. Also auch von rechts und von links. Da habe ich mir so zur Hilfe einfach nur, damit ich gleich weiß, wenn ich meine Skizze vormale, okay, ich mache dort ein paar Ovale, also wirklich richtig spitze Ovale, damit ich weiß, okay, in der Mitte sind ja also Blüten frontal und an der Seite sind die Blüten von der Seite, also logischerweise von der Seite abgebildet, ne? Also ihr hört es ja schon vom Namen her. Und da fangen wir mit dem Blütenblatt an, was sich ja hier nach außen kringelt. Hier einfach an. Und die können hier jetzt auch tatsächlich ein bisschen spitzer sein, auch unterschiedlich lang. Das hier machen wir rund, weil das biegt sich ja nach hinten, das sehen wir ja nicht. Wenn ihr es schafft, 6 zu malen, dann malt hier 6 drauf. Dann sieht das so von der Seite aus. Normalerweise würde sich jetzt hier hinten so ein Trichter dran bilden, das wäre so die komplette Blüte. Aber den sehen wir in der Regel meistens nicht, weil der verdeckt ist von anderen Blüten. So, dann nehmen wir die andere Seite. Auch hier fange ich mit dem Blütenblatt an, was sich hier so runterbiegt. Kann auch natürlich schmaler sein, ne? Also, wie gesagt, die Blütenblätter, die sehen, können ganz unterschiedlich aussehen. Auch so ein bisschen verdeckt sein von hinten. Hier habe ich dann mal so ein, weil die meistens so eine Einkerbung drin haben, wenn man mal ganz genau hinschaut, also eine ganz kleine nur. So sieht das dann aus von der Seite. Und dann habe ich nur noch so ein bisschen seitlich. Das ist dann, wenn die Blüten vielleicht so ein bisschen weiter unten sind. Denn die Sicht fällt ja vielleicht nicht immer auf ein Blütenblatt, sondern kann ja auch zwischen den Blütenblättern fallen, also so wie bei der hier, ne? Und da malen wir dann eher zwischen. Sind jetzt hier tatsächlich nur 5. Man kann natürlich auch noch ein 6. dazu malen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Ja. Da geht ja hier auch der Trichter dann so nach unten. So viel zu dem Blütenaufbau. Wenn wir nachher malen, also wenn man wirklich frontal reinguckt, dann hat man hier so tatsächlich so ein kleines Loch und da können so diese
dort, wo der Blütenstaub dran ist, ne, diese Blütenstängelchen da drin, die können dann natürlich so ein bisschen rausgucken. Die sieht man aber, wie gesagt, meistens nur, wenn man frontal auf die Blume, also auf die Blüte, auf die einzelne kleine Blüte raufschaut. Deswegen ist die bei denen hier gar nicht so wichtig, aber bei den Frontalen, dass man die wenigstens so ein bisschen sieht. Ich zeige euch mal hier. Hier habe ich so tatsächlich ein paar kleine dunklere Pünktchen reingemacht, aber nur auf denen, die man frontal sieht. Also wo man so richtig in diesen Blütenschacht hinten reinschauen kann. So, und ich würde sagen, wir machen uns direkt an die Skizze. Ich habe ja hier schon eine angefertigt und wie ich die gemacht habe, weil es sieht ja doch sehr wüst aus, das zeige ich euch jetzt mal. Denn ich habe mir gedacht, also wenn wir die Blütenform nehmen, ich will jetzt bloß noch mal ganz kurz schauen, ob das hier auch drauf passen würde. Ja. Einfach diese ganze, wo die ganzen Blüten oben dran sind, ne? Also von der ganzen Blume. Und da möchte ich mehrere Blüten ranmalen. Ich gehe jetzt erstmal wirklich zu den Innen. Oh, das wären aber viele. Wir kürzen das mal ab. So viele will ich gar nicht malen. Radiergummi wäre vielleicht auch immer nicht schlecht. Und die muss auch gar nicht symmetrisch sein, obwohl die meistens ja schon sehr symmetrisch aussehen, die Blumen. Ne? So, dann machen wir hier seitlich eine ran und hier. Und wir füllen das jetzt hier quasi nur aus. Hier unten noch eine ran. Und dann kommt ja hier der Stängel. Sieht jetzt ein bisschen aus wie so ein Fliegenpilz. Ne? Aber jetzt malen wir ja die Blüten hier ran. So, wir machen uns hier wieder einen Punkt in der Mitte. Die müssen auch nicht immer gerade sein, versetzt sie vielleicht auch ein bisschen. Wenn die sich hier so ein bisschen überschneiden, ist es auch gar nicht schlimm, aber diese Zwischenräume hier, die machen wir ja nachher eh noch ein bisschen dunkler, weil das ja so der Hintergrund ist. An die Seiten. Hier geht dann der Stängel runter und die beiden Blätter oder auch mehrere. So, diese Skizze übertragen wir jetzt auf das Aquarellpapier. Passt hier auch noch super drauf. Dafür werden wir die Rückseite hier schattieren mit dem weichen Bleistift. Gibt gut Farbe ab, gibt gut das Graphit ab. Schaut dann einmal kurz im Licht, ob ihr alles getroffen habt. Gegebenenfalls geht noch mal ein bisschen nach. Dann platziere ich hier mein Aquarellpapier. Wenn das natürlich ein bisschen kleiner ist, wäre es sinnvoller, das vielleicht abzuschneiden. Ich gehe jetzt einfach mal aufs Ganze und sage, das klappt, ohne dass es verrutscht. Und
klebe einfach mal mein Papier hier fest, dass das wenigstens nicht hin und her rutscht. Und gehe jetzt mit meinem Bleistift, ob das jetzt der weiche Bleistift ist oder hier der, mit dem ihr vorgezeichnet habt, alles nochmal nach. Guckt zwischendurch mal, ob es sich wirklich durchdrückt. Ja. Hier kann man ja vielleicht noch ausfüllen mit einzelnen Blüten, die hier vielleicht rausragen, die aber jetzt nicht explizit sichtbar zu einer Blüte gehören. So, dann geht hier der Stängel runter. Hier seht ihr vielleicht noch durchschimmern, dass ich nicht mehr runtergegangen bin mit dem Schraffieren hinten. Das ist aber gar nicht das Problem. Das sieht man ja so oder so gleich nicht mehr. So. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ich habe trotzdem immer gerne noch meine Skizze bei mir an der Seite liegen, damit ich einfach sehe, okay, da waren meine Blüten, falls sie doch schlecht sichtbar sein sollten. Aber die Skizze hier oder die Übertragung von, als Vorlage ist hier wirklich sehr gut gelungen. Ich bin eigentlich ein großer Fan vom Aquarellbleistift, also von diesem Graphit-Aquarell, weil der verschwindet nämlich eigentlich, wenn ich mit dem Wasser rübergehe, ne? Also mit feuchter Farbe, dann verbindet er sich quasi mit meiner Farbe oder mit der Flüssigkeit und löst sich dann auf. Was jetzt hier aber nicht so praktisch wäre, denn wir brauchen ja die Linien, um uns daran zu orientieren. Das Erste, was wir jetzt machen, wir wässern das jetzt hier alles vor. Wir machen das quasi in erster Schicht. Also es sind mehrere Schichten, mit denen wir hier arbeiten. Das macht sich jetzt auf der Größe, dadurch, dass das so klein ist, ein bisschen unpraktisch, wenn wir jede einzelne Blüte machen. Deswegen grundieren wir das jetzt erstmal in einem hellen Farbton vor. Ich habe ja gesagt, ich habe mich hier für Blau entschieden und werde das jetzt erstmal hier vorwässern. Auch gar nicht bis in alle Ränder und Ritzen, sondern einfach, dass es ein bisschen gewässert ist, dass ich da nicht überall noch mit der Farbe rangehen muss. Dass sich die Farbe vielleicht schon selbst verteilt. So, und ich will das ja hier wirklich ganz hell haben. Und gehe jetzt hier dann auch in die Ränder rein. Könnt ihr auch ein bisschen da stärker und dann nicht so stark. So, wir nutzen jetzt hier auch noch die Feuchtigkeit. Machen unseren dickeren Pinsel sauber und schauen mal, dass ihr in eurer Farbpalette so einen Klecks auf jeden Fall frei habt, weil die Farbe soll nicht ganz so dunkel werden. Und jetzt hier ein paar Blütenblätter entlang.
Das muss jetzt trocknen. Das könnt ihr Luft trocknen lassen oder ihr föhnt es. Solltet aber vorsichtig sein, wenn ihr hier mit dem Föhn jetzt rangeht, kann es sein, dass ihr die Pigmente hier drin ein bisschen verschiebt. Wir haben jetzt hier so ein bisschen quasi in dieser Nass-in-Nass-Technik ein paar Blütenblätter noch ein bisschen mehr betont von der Farbe her. Und wenn ihr da jetzt mit dem Föhn rangeht, kann es passieren, dass euch die Pigmente wegrutschen. Immer schauen, ob es trocken ist, bevor ihr weitermacht. Und man sieht auch die Bleistiftlinien noch wirklich hervorragend. Und dann gehen wir jetzt quasi in den nächsten Schritt und werden ein bisschen detaillierter. Die dunklen Linien sind tatsächlich meistens in der Mitte. Und ich fange jetzt einfach mal bei einem Blütenblatt an und ziehe einfach eine Linie aus der Mitte über die Blütenblätter. Und diese könnt ihr natürlich, ich nehme jetzt mal den gleichen Pinsel, gerne die Ränder noch so ein bisschen verwaschen. Das ist jetzt tatsächlich so ein bisschen Detailarbeit. Aber noch nicht ganz. So, sieht jetzt ein bisschen wie gewollt und nicht gekonnt aus. Das ist natürlich nicht das Ziel unserer Arbeit. Jetzt nehme ich meinen noch dünneren. Das ist der dünnste, den ich jetzt hier habe. Das ist eine 0. Ihr könnt aber auch gerne noch eine Nummer dünner nehmen. Das ist, glaube ich, dann 005 oder 05. Und jetzt gehen wir quasi noch mehr Details. Ich möchte, dass ihr aufpasst, dass ihr vorne nicht so viel Wasser in der Spitze habt. Und hier arbeite ich jetzt gerade aus der Mitte heraus. Und gehe so ein bisschen die Blütenblätter nach. Achtet da vielleicht auch drauf, welche Blütenblätter ihr als erstes gezeichnet habt. Beziehungsweise welche Blütenblätter im Vordergrund stehen. Muss auch gar nicht so kräftig von der Farbe her sein. Seht ihr jetzt natürlich auch schon hier die Zwischenräume, ne, die dann so entstehen. Die könnt ihr gerne mit der Farbe
schon ein bisschen füllen. Und ihr seht schon, wie das richtig gut Formen annimmt. Jetzt gehen wir in die letzte blaue Schicht. Und da nehme ich tatsächlich direkt aus dem Näpfchen, damit das einen schönen Kontrast hat. Und da bin ich auch wirklich sehr, sehr sparsam gleich mit der Farbe. Ich gebe mir zumindest Mühe, sparsam zu sein. Ich gehe hier wirklich nur einzelne Details, vor allen Dingen in der Blumenmitte. Um nochmal einzelne Blütenblätter ein bisschen besser abzugrenzen. Ja. So, es kann natürlich, konzentriert euch, macht das wirklich in Ruhe, es kann natürlich ein reines Kauderwelsch werden hier.
Aber es ist irgendwie lösbar. Also nehmt euch Zeit auf jeden Fall. Guckt euch immer wieder eure Skizze nebenbei an, wo ihr eure Blüten gemalt habt. Und ich finde, so die kleinen Blüten, wenn man die von der Seite betrachtet, sehen die so ein bisschen aus wie kleine Passionsblumen, nur dass da jetzt kein Blütenstängel in der Mitte rausschielt, sondern einfach gar nichts. Und als zu guter Letzt machen wir jetzt hier noch ein bisschen was Schwarzes eigentlich. Kurz den Kasten. Schwarz oder Neutraltinte, das liegt ganz bei euch. Wirklich die, die man frontal von vorne sieht. Ja? Und die, die man vielleicht so ein bisschen seitlicher sieht, da macht er bloß ein ganz kleines Pünktchen rein. Da die Blütenblätter meistens sehr glänzend sind, würde ich euch hier noch empfehlen mit einem weißen Highlighter. Ob das jetzt ein weißer Acrylstift, weiße Acrylfarbe, weiße Gouachefarbe, welche Weißfarbe ihr da jetzt nehmt, das liegt wirklich ganz bei euch. Ich nehme jetzt hier tatsächlich mal so ein bisschen Designer-Gouache. Ich mache mir da so ein ganz kleines Fipselchen hier auf meine Mischpalette drauf, weil ich tatsächlich gar nicht viel brauche und das eh noch ein bisschen mit Wasser anrühre oder ein bisschen mit Wasser aufnehme. Wenn die Gouachefarbe hier am Rand von der Mischpalette trocknet, dann kann die da ruhig trocken bleiben. Also die kann man immer wieder aktivieren mit Wasser. So, ich habe jetzt hier wieder meinen dünnen Pinsel. Und da können wir jetzt hier zusätzlich nochmal so ein paar weiße Highlights reinsetzen. Das kann ich ein bisschen dünner. Ja, muss nicht überall sein. So, dass man sieht, da sind ein paar Reflexionen, weil die Blütenblätter doch schon sehr glatt sind. Gerade vor allen Dingen die Blüten außen. Gleich noch ein bisschen mehr Tiefe, ein bisschen mehr Glanz, ein bisschen mehr Dynamik alles. Ja, ich hoffe, ihr kommt mit bis hierhin. Es ist tatsächlich nicht einfach, aber es ist auch echt kein Hexenwerk. Also wie gesagt, nehmt euch Zeit, macht das Ganze in Ruhe und ich finde, es kann sich doch schon sehen lassen. Es fehlt jetzt aber natürlich noch was. Wir brauchen natürlich... Grün. Ich habe ja schon gesagt, das wird bei mir jetzt auf jeden Fall ein bisschen knalliger. Da brauche ich aber jetzt tatsächlich noch mal meinen.
Und fertig ist unsere Hyazinthe. Ich finde sie richtig toll. Im Blau gefällt sie mir sogar tatsächlich noch fast ein bisschen besser als in Rosa. Hat auf jeden Fall was. Das sieht so ein bisschen Vintage aus hier auch mit den Farben. Ne? So, jetzt habe ich hier drei verschiedene. Also, ihr merkt, es ist, ich finde, also es ist, ich will nicht sagen, es ist einfach oder es ist schwer. Es ist halt Aquarellmalerei, damit muss man sich halt auch beschäftigen. Das ist halt auch eine Übungssache und wenn ihr euch Zeit nehmt dafür, dann kriegt ihr das auch hin. Ich weiß, dass ihr das schafft und ich weiß, dass ihr den Mut habt, auch Dinge auszuprobieren und einfach zu gucken, was geht und was geht nicht. Also probiert es einfach mal aus. Hyazinthen sind wirklich tolle Blumen. Ich weiß, dass sie unfassbar stark riechen. Ich würde sogar sagen, duften liegt bei jedem selbst, wie er das findet. Ich finde sie als Blume in der Wohnung echt ein bisschen zu heftig. Das ist mir ein bisschen zu stark. Deswegen dann doch lieber auf dem Papier geruchslos. Oder tatsächlich dann nur im Garten oder so. Aber nehmt euch die Materialien bereit, macht vielleicht auch erstmal tatsächlich eine Skizze, probiert aus, wie man die Blüten malen kann, probiert vielleicht auch einzelne Blüten aus, wie man die ausmalen kann und dann experimentiert ein bisschen rum. Bringt ein bisschen Frühling in Social Media rein. Ich freue mich, wenn ihr mich verlinkt mit @lillis.berlin und auch den Hashtag Sonntags mit Lillis setzt, weil das machen wir ja hier so zusammen, ne? Also Sonntags mit Lillis mit mir zusammen. Und ja, bringt Frühling in den Feed, bringt Frühling in die Welt und malt ein paar Hyazinthen und ich hoffe, ihr habt wirklich Freude daran und konntet auch noch ein bisschen was mitnehmen. Ja, falls ihr mehr solche Videos sehen wollt, abonniert mich gerne, schaltet das Glöckchen für Benachrichtigungen an. Ich habe sogar tatsächlich schon eine ganze Palette an Videos hier, da könnt ihr euch gerne mal durchstöbern. Und ja, auch da freue ich mich, wenn ihr ein bisschen Inspiration finden konntet. Also, habt einen schönen Tag. Ich hoffe, die Sonne scheint. Wenn nicht, dann lasst sie aus dem Herzen scheinen. Und macht's gut. Tschüss.